Moin Moin, heiße ich euch alle und willkommen zu FIFA Let's Play FIFA 15. Heute spielen wir gegen den FC Augsburg. Und ich denke mal, wir spielen genau mit derselben Elf wie gegen Hertha. Das klappt schon, auch wenn letztes Mal wir nur per Elfmeter gewonnen haben, aber was soll's. So, das ist jetzt natürlich interessant. Ich denke mal, es wird darauf hinauslaufen, dass in der Realität das so wird, dass der FC Augsburg im Heimtrikot und der FC Ingolstadt ebenfalls im Heimtrikot spielt. Also, heute spielen wir unser erstes Auswärtsspiel in der Liga, Tore technisch, werden wir natürlich die anderen Partien uns angucken. Jetzt ist es noch nicht so, dass man sagen muss, da müssen wir drauf achten. Ich denke mal, das ist schon so okay, wie es ist. So. Ja, Jung haben wir ab sofort mit, einfach nur als Ersatzstürmer, weil es kann ja sein, dass Lecky irgendwas ist und dann hat du das große Problem, ne? So, mal gucken, ob das weiterhin so bleibt, dass unser Keeper hier die Null hält. Also das wäre natürlich super, wenn wir einfach dann als der Torwart dann einfach nur die Null hält. Das wäre echt genial. Würde mich echt drüber freuen. Aber, wie wir ja alle wissen, heißt das ja noch gar nichts. Boah, der kann aber richtig schön weit werfen, ne? Habt ihr gesehen? Das war jetzt ein Wurf. Der braucht nicht mal schießen. Der kann so weit werfen. Da bin ich immer aber sowas von begeistert. entweder die anderen Keeper können das auch, plus ich habe es niemals gecheckt und niemals probiert, oder... Ja, also... Oder dieser Keeper ist ein richtig genialer Werfer. Der sollte Handball spielen. Keine Ahnung. Ja. Und sonst so, nein, Spaß. Ja, Matchday hatte ich ja schon mal erwähnt, werden wir hier bei FIFA 15 nicht mehr spielen. Bei FIFA 16 gibt es den relativ früh, nämlich am 3. Oktober. Ja, also entweder ihr habt das schon oder noch nicht. Wenn nicht, ist das auch nicht schlimm. Wir werden dann wahrscheinlich so drumrum, so gegen Anfang Januar, Mitte Januar dann den nächsten machen. Also es ist nicht so, dass das dass das dann direkt aus der Welt ist, ne? Also wir werden auf jeden Fall mindestens zwei Matchdays machen. Also es ist nicht so, dass wir hier keine Matchdays machen, weil das wäre echt unfair und nö. Oder? Fällt's noch? Nö. Nö. Aber wir sind Überraschung, Überraschung auf Platz 3. Und wir wären auch mit diesem Ergebnis auf Platz 3. Ich bin völlig überrascht. Der Blubberger ist auf Platz 1. So, teilgenommen haben insgesamt 19. Was mich auch mal letztens gefragt habe, warum, wieso, weshalb da die Nummern fehlen. 20, 21 und sonst was. Das sind die nämlich, die gelöscht worden sind. Ja, ja. Die nicht mehr mit mir befreundet sind. Warum auch immer. Die fehlen logischerweise dann in dieser Statistik, weil die eigentlich noch sozusagen auf Platz 20 gewesen wären. Ja, ihr wisst Bescheid. Willkommen aus der Bundesliga! Und damit herzlich willkommen aus Augsburg! Heute heißt die Begegnung FC Augsburg gegen den FC Ingolstadt. Heute heißt das erstes Heimspiel für den FCA. Und erstes Auswärtsspiel für den FCI. Die Augsburger hatten natürlich ein schwieriges Los gegen Borussia Dortmund. Da spielst du jetzt nicht unbedingt eine Top-Partie. Mit einem Unentschieden waren sie dabei. Der FC Ingolstadt dagegen mit einem Sieg gegen die Hertha gestartet. Und so sind natürlich dann dementsprechend die Platzierungen weit auseinander. Da gehen wir natürlich selbstverständlich nochmal gleich auf die Tabelle ein. Also, mal schauen, wie das heute sein wird und wer hier heute die Oberhand haben wird. Das ist nämlich heute die große Frage. Wer wird die Oberhand haben, wer nicht? Kapitän Lecky oder doch Dinge, die Augsburger. Schiedsrichter Schönlebe, bekannt.
Und natürlich die Augsburger mit ihrem Neuzugang mit der Nummer 16. Fran Vildes. Der als hintere Position, mal schauen, die vorderen Stürmer, die beiden, Cornelius und Lecky, aufhalten soll. Mal gucken, ob es so sein wird, die Ingolstädter mit der klassischen 4-4-2-Taktik, die sie jetzt auch in den letzten Spielen gespielt haben. Also, los geht's! Augsburg in weiß gedresst gegen den FC Ingolstadt in rot. Augsburg von links nach rechts. Ah, weiter passt, das war jetzt aber nichts. Morales. Ah, gut dazwischen gegangen von Esswein. Bobadilla. Bobadilla. Hier immer noch am Fighten gegen Günther. Und es gibt Ecke. Ein bisschen komisch geklärt aus meinem Geschmack her. Aber geklärt ist geklärt. Cornelius. Ah, schubst da ein bisschen. Auch eine andere Art zu spielen. Günther. Und Lavain. Morales. Auf Cornelius. Sala. Ah, wird hier brutal vom Ball gebracht. Kein Foul. Schiedsrichter lässt das hier weiterlaufen. Und Bayer. Und der erste FC Köln führt gegen den FC Schalke 04 in der Konferenz. Für die alle, die hier das Einzelspiel haben. Natürlich, wie am Anfang erwähnt, der FC Augsburg, klar, mit dem ersten Sieg, da sind sie oben in der Tabelle, aber ich glaube, damit haben sie in dieser Saison nicht viel zu tun. Sala. Ah, schlecht gemacht, Philipp, kriegt den Ball. Bobadilla. Ah, jetzt wird hier geschubst und gerempelt. Und es gibt nochmal Gelb. Für das Foul, was wir schon vor, weiß ich nicht, wie viele Minuten hatten. Der Schiedsrichter hatte einfach keine Möglichkeit, die gelbe Karte vorher zu ziehen. Sowas hat man halt nicht oft. Levain. Und Salah. Lecky. Ah, Cornelius. Und Lecky. Und die Frankfurter führen gegen die TSG Hoffenheim mit 1:0. Ja, es war ein schön gemacht. Lässt sein Manndecker hier ganz alt aussehen. Aber hinten der Manndecker, der eigentlich dafür nicht verantwortlich ist, den hingegen kriegt er nicht. Mora weg. Und Bayer. Ah, gute Doppelpass, jetzt die Möglichkeit. Und er kommt da nicht dran vorbei am Verteidiger. Levain. Und Borussia Mönchengladbach gleicht aus gegen den SC Freiburg. Esswein. Der jetzt hier auch schon auf dem anderen Flügel steht. Baba. Und Cornelius. Ah, er hätte ihn abspielen müssen. Hat er wahrscheinlich keinen freien Spieler gesehen. Philipp. Auf Bobadilla. Und Kajubi. Ja, der hat auch schon mal für den FCI gespielt. Als Ingolstädter noch einen anderen Trainer hatten. Als der Trainerwechsel war, war auch direkt Kajubi hier in Augsburg. Morales. Nachspielzeit beträgt eine Minute. Ah, Kopfball mal sowas von daneben gesammelt. Und der Schiedsrichter pfeift ab. Bei einer Angriffssituation vom FCI vielleicht die Diskussion des Trainers dann verständlich. Andersrum, beide Teams schenken sich hier nichts. 0-0.
Ja, Highlights gibt's auch nicht. Der erste FC Köln führt zur Halbzeit mit 1:0 gegen den FC Schalke 04. Mainz 05 liegt zurück gegen den Hamburger SV mit 0:1. Bayer Leverkusen führt 1:0 gegen den SC Freiburg. Nein, sondern gegen VfL Wolfsburg. Borussia Mönchengladbach gegen den SC Freiburg 1:1 und die TSG Hoffenheim liegt zurück mit 0:1 gegen Frankfurt. Das heutige Topspiel zwischen VfB Stuttgart und Borussia Dortmund wird heute Abend stattfinden. So, den machen wir mal, keine Änderung. Weiter geht's. Die 42 Minuten gehen los, beide Teams unverändert. Mal schauen, ob sich jetzt etwas tut. Weil ich glaube eher nicht daran. Es wird wahrscheinlich auf ein 0:0 hinausgehen. Aber, wie wir alle wissen, Fußball kann auch mal völlig anders laufen. Denn das hätte man jetzt eigentlich nicht machen müssen. Gelb. Ah, okay, er hat sehr viel eingehakt, der Ingolstädter. Und Cornelius soll den schießen. Freistoß, Cornelius. Aus rund 28 Metern. Cornelius! Ja! Das hätte man jetzt auch nicht erwartet, dass der so knapp am Tor vorbeigeht. Da hat der Hitzer mit richtig Glück. Na, okay, aus der Situation sieht es ein bisschen anders aus. Hitz auch nicht unbedingt die zwingende Nummer 1. Hier in Augsburg gibt es ja schon seit Jahren nicht eine klassische Nummer 1. Die wechseln sich hier fast regelmäßig ab. Suttner. Und Danilio. Lecky. Ah, guter Pass und es gibt keinen Elfmeter. Da wollen die Ingolstädter hier wieder den Elfmeter rausholen. Weil sie schon wieder merken, das wird hier nichts ohne Elfmeter. Kajubi, super vorbeigegangen. Kajubi mit der Chance. Reingeflankt in den 16er, aber da kommt jetzt kein Ingolstädter mehr ran. Aber es gibt auch noch Abstoß, da haben wir nochmal Glück gehabt. 58 Minuten gespielt, 0:0. Das war vielleicht die größte Chance für die Augsburger. Ja, faul. Schiedsrichter sieht das als Ball gespielt an. Bayer. Oh, guter Pass. Bubadia. Bubadia fällt im 16er, gibt keinen Elfmeter. Trotzdem die Ingolstädter am Ball. Nein, gar nicht. Augsburg am Ball. Wie komme ich auf Ingolstadt? Ich weiß es nicht. Wechsel vorne im Sturm. Bubadia jetzt raus. Ecke. Augsburg. Und keiner kriegt den. So, wir müssen wechseln. Ah, wir müssen wechseln. Und zwar Danilio raus. Wir brauchen neue Flügelspieler. Jetzt darf Jung sein erstes Spiel spielen. So, haben wir einen Rechtsverteidiger? Nein. Kann Cohen rechts? Ah, das ist ein Rechtsfuß. Hinterseher? Ja, Hinterseher. Hinterseher kann rechts spielen. Raus, Lavain, raus, Hinterseher rein. Und Einwurf. Wechsel bei Augsburg. Doppelwechsel und Premiere für einen jungen Spieler. Nämlich für Jung. Aus der eigenen Jugend gekommen. Mal schauen, wie der Junge sich macht. Lecky. Ah, wird hier in die Zange genommen. Und Einwurf. Lecky. Ah, Flanke, sehr schlecht. Also, das hätte fast jeder Amateurspieler besser machen können. Ball unpräzise, zu hart. Hinterseher. Ah, guter Pass, Cornelius. Kann den Ball aber nicht behaupten. Mit der Hacke weitergeleitet, mit der Hacke weitergeleitet, bringt aber nichts. Jung. Fährlicher Pass. Auf Lecky. Lecky. Ah. Gut gemacht von Carlsen Bracker.
Jung. Ah, kriegt den Ball nicht so ganz zu fassen. Aber den darf man das hier heute noch verzeihen. Der ist hier auf der Bundesliga-Bühne. Während das dem einen oder anderen Akteur heute nicht verzeihbar ist. Der Hamburger SV führt 2-0 gegen die Mainzer. Und der FC Augsburg droht hier das zweite Unentschieden im zweiten Spiel. Und das jetzt nicht gegen einen Titelfavoriten wie im letzten Spiel, wo man sagen könnte, ja, das wird ein richtig gutes Spiel, aber nein, ist es nicht. Lecky mit der Chance und Hits am Fuß noch dran. Da kommt er mit dem Fuß noch dran. Große Chance für die Gäste. Und jetzt kommt der nächste Stürmer rein. Jetzt heißt das nach vorne hauen, das Ding. 5 Minuten sind's noch. Cornelius. Auf Lecky. Lecky hier mit dem nächsten Sololauf hier. Der will hier das Tor machen. Und dann macht er das auch. In der letzten Minute. Und dann lässt er sich natürlich von den ganzen Fans, die alle mitgereist sind, feiern hier. 1-0, 90. Minute. Und es, glaube ich, hätte niemand mehr hier im Stadion erwartet. Gar keiner mehr. Und dann macht der Australier, der Kapitän, das Tor, das 1-0, das goldene Tor. Oder wird es nicht so sein? 3 Minuten Spielzeit, der Linienrichter an. Geht es noch weiter? Also der vierte, nicht der Linienrichter, der vierte. Vierte offiziell. Lecky. Und Cornelius. Ah, darfst du das natürlich nicht machen, aber das ist auch egal. Der FC Ingolstadt gewinnt auch das zweite Spiel. Auch nur mit 1-0. Und das mit extrem viel Glück. Wenn das sich die Saison durchzieht, dann darf sich auf jeden Fall Ingolstadt ab nächster Saison ein Glücksschweinchen aufs Trikot machen. Das war's hier aus Augsburg. Irgendwie verdrehe ich das. Habe ich schon letzte Saison verdreht. Ich bin auch ein, ey, Mann, egal. Das macht ja dieses Let's Play nicht perfekt. Ne? Das macht das wiederum aus, ey. Ja. Weil, wie ich schon so oft sage, dieses Let's Play ist einfach wirklich aus rein Fun. Ne? Also es ist ja nicht so, dass wir hier, dass ich hier Geld verdienen will. Das glaube ich, wäre eine Frechheit, wenn ich mit sowas Geld verdienen würde, wäre eine richtige Frechheit. Ich habe oben gesehen, Level Up, wir sind jetzt ab Level 29. Da können wir gleich mal gucken, was wir denn so schickes Neues kriegen könnten. Also, ja, der Sieg auf ganzer Linie. Aber wir können auch mal gucken, was wir denn kriegen könnten. Okay, nichts. Dann ist es egal, den ich so ist. So, 4 neue Nachrichten. Und zwar, die erste neue Nachricht ist Norwegen. Okay, wir können ein Nationalspieler sein. Der Vorstand möchte Ihnen versichern, wie zufrieden wir mit Ihrer Arbeit und den daraus resultierenden guten Leistungen unserer Spieler sind. Wir wissen, dass sie im Moment durch die Medien enorm unter Druck gesetzt werden. Ja, ich werde unter Druck gesetzt, Leute. Nicht so viel unter Druck setzen. Und möchten Ihnen mitteilen, dass wir sie trotzdem als wertvolles Mitglied der FC Ingolstadt-Familie schätzen. Ja, herzlichen Glückwunsch, natürlich. So, wir spielen gegen Fortuna Düsseldorf. Das könnte ein einfaches Spiel werden. Das heißt, das Spiel gegen den FC Bayern München verschiebt sich. Aber warum? Na, ist auch egal. Nun gut. Wir spielen also gegen Düsseldorf im Pokal. Und wie ich ja letztes Mal erwähnt hatte, von wegen, wenn wir gegen Unterligisten spielen sollten, werden wir natürlich die Schwierigkeit runterstellen. Also in dem Falle spielen wir dann nur in An- und Abführung auf Waldprofi. Und zwar hier am 27. Ja. In das Bayern-Spiel, das ist doch egal. Egal, aber das wird eine stressige Woche dann für uns, ne? Wir spielen erst gegen die Bayern, dann spielen wir gegen Düsseldorf, dann geht's gegen Schalke, dann geht's gegen Wolfsburg. Wobei, ich weiß ja nicht, wie das mit der Tabelle in Wolfsburg da jetzt aktuell aussieht, aber wir gehen jetzt erstmal hier mit den Spielen weiter und werden natürlich unser Team jetzt selbstverständlich loben für die Aktion der letzten Zeiten. Denn wer zweimal in Folge gewinnt, ganz ehrlich, ja.
So, der nächste Gegner ist der VfB Stuttgart. Also, wir haben jetzt Roger wahrscheinlich verkauft gekriegt. Martip Angebot, ich würde mal sagen, ja, okay, dann können wir wirklich überlegen, ob wir jetzt noch einen neuen Spieler holen sollten. Und wenn ja, wen? Denn wir lehnen jetzt einfach das Angebot ab von Nizza. Ich muss mir echt mal überlegen. Ich guck mal selbst auch noch, ob wir, wen wir denn als grundsätzlich als Verteidiger holen könnten, theoretisch. Ja. So, wo war jetzt die Pressekonferenz? Ich wollte eigentlich eine Pressekonferenz jetzt halten. Na, da war die Pressekonferenz. So, wir werden natürlich unser Team loben, weil wer zweimal in Folge gewinnt, ganz ehrlich. Also, erst recht, weil unser Ziel Klassenerhalt ist. Wir haben schon 6 Punkte. Und ja, Energie. Selbstverständlich ist Energie immer Schlüssel zum Erfolg, weil wenn du natürlich richtig Power hast, dann kannst du auch Spiele gewinnen. So sieht's aus. So, ja, wir müssen natürlich noch einiges ändern. Wir sehen gerade, Hannover 96 wird schockiert von Rondo über Ziele. Warum, wieso, weshalb? Weil er keinen Bock mehr auf Hannover hat. Okay, das ist natürlich auch eine Sache für sich. So, wir müssen natürlich unsere Mannschaft auf Aufstellung ändern. Das haben wir uns jetzt auch nochmal eben gerade gezeigt und gesagt. Und gesagt, du musst die ändern. Ja, nehmen wir Cent mit, ne? Nehmen wir Cent mit für Hartmann, der bei uns, glaube ich, jetzt relativ kaum eine Rolle spielt. Mal gucken, ob oder ob nicht. Schauen wir einfach mal. Vielleicht so gegen so eher schwächere Mannschaft. So, als nächstes spielen wir gegen den VfB Stuttgart, wie erwähnt. In der Tabelle stehen wir, Stand jetzt, auf Platz 3. Und ganz ehrlich, also wir sind, also wie gesagt, ich gucke ja immer in die andere Richtung. Wir sind aktuell 5 Punkte vor einem Abstiegsrang. Und ja, wir sehen uns morgen wieder, würde ich sagen. Und das gegen den VfB Stuttgart. Bis morgen und ciao.